Ist Maya bei Seven Wonders bald dabei? Zählt sie dann als 7. Gegenstand oder wenn sie nicht darf, 7 Gegenstände mitnehmen? Und wollte unbedingt einen schokobraunen Labrador haben und das war für mich immer, also einen Hund wollte ich schon seit meinem 4. Lebensjahr haben, habe aber mich nie aktiv dafür entschieden, weil ich gesagt habe, ich muss zu 100% für den Hund da sein und das ging nie. Und darum habe ich erst mit 27, genau, mich dazu entschieden zu sagen, okay, pass auf, jetzt ist die Zeit da, mein Papa war ja mein Chef viele Jahre lang und der hat gesagt, klar, ich unterstütze dich dabei, du kannst deinen Hund mit auf Arbeit nehmen und das war das Wichtigste, einen Hund zu haben und dann und der dann quasi 8 Stunden zu Hause oder länger sitzt, das geht nicht. Das ist halt nicht im Sinn und Zweck eines Hundes. Und jetzt, wo wir... Du kleine Hexe. Jetzt, wo wir quasi sowieso YouTube zusammen machen, ist sie ja eh immer dabei. Außer so Ausnahmen wie jetzt zum Beispiel Seven vs. Wild oder sowas, da nicht. Da geht's einfach auch nicht und da bleibt sie dann halt bei der Familie. Quick, 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 quick. Genau. Und habe ich dann damals aktiv dafür einen Züchter gesucht, der halt so schokobraune Labradore macht. Aber ganz wichtig war mir halt, die Arbeitslinie zu bekommen. Und zwar ist da ein Unterschied zwischen Arbeitslinie und Showlinie. Und die Showlinie ist halt so ein bisschen dickerer Kopf. Und so, die sieht immer so ein bisschen trotteliger und gemütlicher aus. Meistens hängen auch so ein bisschen die Augenlider runter. Und Maya ist aus einer Arbeitslinie, wo die Zucht dahin bestand, zu sagen, okay, die Dinger sind dazu da, um halt Enten zu jagen, apportieren, Ausbildung zu blinden Hunden, Hundebegleithunde, die quasi Autisten und so weiter zum Beispiel begleiten. So, und ja, war denn da, hab mir dann da so einen Hund angeguckt und dann war da so ein kleiner Wurm. Und ich wusste auch, dass ich ein Mädchen will, dass ich keinen Kerl will. Also ich mit Rüden. Rüden sind immer ein bisschen schwieriger und ja, denken viel mit ihrem Hoden. Und jemals hat man mir dann aus dem Wurf, der da war, also einen kleinen Knüttel da rausgesucht, mir das in den Arm gelegt und dann hat diese Knüttel, also Maya damals, die Augen so ein bisschen aufgemacht, ein bisschen so mich so angeguckt und dann so einmal mit der Zunge so ganz kurz über meine Nase und dann war ich schockverliebt und dann ging auch ja nicht mehr. Also ich hatte eher dafür, dass Maya mich ausgesucht hat, weil, weiß auch nicht wieso. Ach genau, ich saß ja erst vorher noch in diesem komischen Käfig drin und dann durfte man ja da so einfach so sitzen bleiben und dann wartet man und dann, ne, und dann war Maya halt irgendwie so eher so nicht so die Aktive. War auch Absicht so, weil wenn umso aktiver die auch in diesem Welpenalter sind, umso quirliger sind die halt auch, ne, umso älter die werden. In dem Sinne, da hat sich halt Arsch auf einmal gefunden. So. Ja, und ab dann war quasi viel, viel Arbeit angesagt. Na, noch ein Grümmel gefunden? Ey, naja, wir machen ja auch unser Bett immer sauber, ne? Ja, und was gibt's noch zu sagen? Und dann sind jetzt schwupp 10 Jahre um. Krass. Also Anfangszeit kann ich nur jedem sagen, Welpen haben ist schon sehr, 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 sehr krass. Aber ich würde es auch genau so nochmal machen, weil das genau das Richtige war. Weil wenn du den von Anfang an hast, den Hund, ab dem Augenblick, wo die von ihrer Mutter weg können, dann prägst du den Hund und dann gehst du mit denen durch dick und dünn. Und wenn du da halt richtig ansetzt, hast du halt hier so einen Gefährten, der eigentlich keine Leine braucht, außer du machst es für die anderen Hunde. Maya ist in den 10 Jahren noch nicht ein einziges Mal stiften gegangen. Sie ist noch nicht ein einziges Mal aus dem Camp abgehauen oder irgendwie sowas. Und ich kenne von Freunden und Bekannten und anderen Hundehaltern, dass das ständig ein Thema ist, dass die dann halt stiften gehen oder halt ne, irgendwie alles andere interessanter ist oder auf irgendwelchen Düften hinterherrennen, ist bei Maya null. Also ich habe es noch nie erlebt. Ich habe sie auch schon mal draußen vergessen. Als wir da in dem Haus gewohnt hatten, da habe ich einfach draußen vergessen. Ein anderer Hund würde einfach abhauen, würde einfach durchs Gartentor und sich die Umgebung angucken. Maya nicht. Maya legt sich vor die Tür, wartet 3 Stunden und bellt dann kurz. Und du denkst, wieso kommt das Bellt von draußen? Und dann machst du die Tür auf und sitzt davor. Ey, Kalle, schön, dass du auch nochmal da bist. Schön, dass ich jetzt wieder rein darf. Ja, also das ist schon krass. Elias Heißler schreibt mir, was hältst du von Huskies? Ey Leute, Huskies ist die Königsdisziplin, was Hundehaltung angeht. Huskies, jegliche Art von Terriern und Border Collies und Australian Shepherds sind alles die, das sind alle Hunde, die hier oben so dermaßen gefördert werden müssen. Ihr müsst euch mal vor Augen halten, ein Labrador wurde gezüchtet, um einmal im Jahr zu arbeiten und im restlichen Jahr rumzuliegen. So, das sagt schon alles. Der hat einen Gemütszustand wie, keine Ahnung, wie ein Braunbär im Winterschlaf. Also komplett easy. Und Huskies, ey, die sind dazu da, um Schlitten zu ziehen, die sind dazu da, um bei kälteren Gefilden unterwegs zu sein. Das sind hier. Die brauchen immer Power, die brauchen immer Bewegung. Also wenn du einen Husky siehst, die reden ja auch mit dir. Also da ganz ehrlich,
Finger weg, wenn du noch keine Erfahrung mit Hunden hast. Das sind halt echte, das sind für die Pros. Also selbst ich würde mir keinen Husky zulegen, obwohl ich sie unglaublich mag. Was ich von Pitbulls halte. Pitbulls, super liebe Tiere, habe ich auch schon mal jemanden gekannt, der einen hatte. Pitbulls sind Hunde für mich wie jede andere Hunde auch. Nur der Staat oder wer auch immer dafür zuständig war, oder die Presse oder die Medien oder die Hundehalter, wer auch immer dafür schuld ist, die haben halt da missgebaut. Ne? Das sind halt für viele Angsthunde, aber dabei macht kein Hund kommt als Killer zur Welt. Genauso wie wir auch nicht als Arschlöcher zur Welt kommen, sondern wir werden erst Arschlöcher. Und genauso so mit Hunden. Die werden von ihren Herrchens und Hundehalter dann halt falsch erzogen. Und dadurch entstehen halt genau solche schwierigen Sachen. Ich finde den Schweinehund toll. Ich auch. Was hältst du von Katzen? Ich hatte meine Katze. Ich hatte Mia. Da, kurze Story dazu. Maya, halt dir die Ohren zu. Halt dir einfach die Ohren zu. Ist schon, da ist schon eine Weile her. Da hatten wir dich noch nicht. Also schon, muss also schon über 10 Jahre her sein. Meine Schwester hat damals in einem Haus gewohnt und ist da ausgezogen. Und die Katze hat immer bei ihrem Blumenkasten gepennt oder halt in drinne. So, wir wussten nicht, wo die her ist. Und die wäre dann quasi ja, obdachlos gewesen. Und die war noch sehr, sehr jung. Und ich habe gesagt, pass auf, ich habe ein großes Herz, ich nehme die Katze mit. Hab die Katze mit nach Hause genommen, hab die halt kastrieren lassen, genau. Chippen lassen, impfen lassen. Also einmal kompletten Durchcheck, ordentlich Geld in die Hand genommen. Ich sag, komm, ich gebe dir ein neues Zuhause. Ja, und dann ging's los. Meine Tochter und die haben sich nicht so gut verstanden. Die hat sich immer unterm Bett versteckt. Und wenn meine Tochter nachts aufs Klo musste, hat die immer unten also richtig wie aus einem schlechten Film. Zu mir war die super lieb. Die konnte Sitz, Platz, Pfötchen. Habe ich dir beigebracht. An alleine laufen hat nicht geklappt. Dann ist sie mir einmal stiften gegangen im Treppenhaus, aber ab irgendwann gemerkt, diese Katze muss raus, die brauchen zu Hause, wo die streunern kann, die muss raus. So, eine Wohnung ist für die nichts. Und dann habe ich die einen super Kumpel aus hier Olle Rainer, ihr kennt ihn, Olle Rainer in Brandenburg, der hat da ein Haus und habe dann quasi gefragt, ob er die damit Obdach nehmen würde. Ja. Und irgendwann hat die sich anders orientiert, also er hat sie noch viele Jahre begleitet, ich habe sie auch noch viele Jahre besucht, über welche sie gerufen habe, kam sie, kleine Mia. Und dann irgendwann hatte sie ein neues Zuhause und die Geschichte hat ein Happy End. Also ich weiß nicht, wie hoch so eine Lebenserwartung von der Katze ist, aber ich glaube, die Katze, also wenn sie nicht noch lebt, dann ist sie auf jeden Fall eines sehr, sehr schönen Alters tot gestorben, glaube ich. Sie war sehr, sehr pfiffig. Ich habe das Gefühl, Maya fällt mir immer mit dem Ding ins Wort. Ich sag was und dann. Theo fragt, würdest du dir denn noch einen Hund kaufen? Ich sag euch ganz ehrlich, einmal Hundemensch, immer Hundemensch. Aber ich glaube, ich könnte das gar nicht sofort, wenn Maya nicht mehr ist, mir einen Hund kaufen. Wobei ich gehört habe, dass es wohl psychologisch gesehen das Beste ist, aber nee. Nee, Maya ist dafür viel zu besonders. Ich finde es auch krass, es gibt Leute, die einfach ihren nächsten Hund genauso nennen wie den davor, um halt quasi so zu tun, als wäre das der gleiche. Das ist richtig spooky. Das kann ich auf gar keinen Fall. Also das ist ja. Was soll das denn? Magst du Platzschnauzer? Also ich habe gestern einen Frenchie kennengelernt. Ein super liebes Tier. Also ich mag erstmal grundsätzlich alle Tiere und ich mag grundsätzlich erstmal auch jeden Hund. Aber ob ich das cool finde, nee. Also klar, diese Züchtung mit diesen, dass die schlecht Luft kriegen und so, man hört es ja auch, ist halt nicht cool. Aber ich bin dafür nicht verantwortlich, ich kann es auch nicht ändern. Solange es immer Leute gibt, die das toll finden und kaufen, wird es auch diese Hunde immer geben. Ne? Ich weiß auch, viele sagen, ja, Martin, warum hast du dir beim Züchter einen Hund gekauft? Hättest du ja aus dem Tierheim nehmen können. Das Problem ist, beim Tierheim, ich hatte halt Schiss, und da bin ich ehrlich, ich hatte einfach Schiss, dass ich Maya, also nicht wegen Maya, sondern dass ich einen Hund bekomme, der vielleicht zum Beispiel vorbelastet ist, der Probleme hat. Ganz ehrlich, zum Beispiel die Jungs von Hummel Solution hier, Daniel, ich sehe es bei Bino, der Pirat, der hat nur ein Auge und der kommt aus, glaube ich, aus Rumänien oder sowas, das heißt auch ein Straßenhund. Und der ist schon, obwohl er noch sehr, sehr klein war, ist der schon verhaltensauffällig. Der hat ganz, ganz viele Probleme, was zum Beispiel Futter angeht und so weiter. Und das hab ich bei einem Hund, den ich selber quasi großziehe, den ich von ab Minute 1 quasi in meine Obhut habe, in meine Ausbildung habe ich diese Problematik nicht. Weißt du, weil ich ja quasi Herr der Lage bin. Und ich kann damit halt jegliche Probleme minimieren. So, und deshalb wollte ich halt auch unbedingt Maya. Ich wollte dich, ich hab dich und ich bereue keine Sekunde, deshalb. Ja. Ja, naja, genau. Und dieses Vertrauen, was ich zu Maya habe, das brauchst du halt auch gerade, wenn du so Abenteuer machst, wie wir sie gemacht haben. Sowas wie Kanutouren oder LP-Touren oder. Wir hatten eine deutsche Schäferhündin. Was hältst du von der Rasse? Deutsche Schäferhunde, super geile Tiere, wirklich.
da hätte ich halt immer nur Schiss, dass die halt ganz schnell mit ihrer Hüftdysplasie oder wie das heißt, also HD bekommen. Hatte ich bei Maya auch Angst, ne? Ellenbogendysplasie oder wie das heißt. Das sind so Krankheiten, die bei denen halt sehr, sehr bekannt sind und auch halt gerade bei gezüchteten Hunden immer sehr, sehr schnell auftreten. Ja, nun hat Maya Arthrose, Spondylose, davon war nie die Rede, aber gut, du steckst da halt nicht drin. Aber Schäferhunde, ich mag Schäferhunde, weil es sind halt, das sind so richtige Hunde, ne? Also ich bin absolut. Gut, das ist jetzt nicht wirklich ein Hund hier, aber ihr wisst, was ich meine. Ich brauche einen großen, den ich einfach auch packen kann, wo ich halt auch wirklich was, ne, der mich halt auch unter begleitet, der mich verteidigen könnte, der halt auch sein. Sorry für die Soundkulisse, aber Maya hat Geburtstag, da kann ich nicht machen. der auch sein Gepäck selber trägt und deshalb Schäferhund geil. Ich mag Schäferhunde. Ja. Was halte ich von Rottweilern? Rottweilern auch super liebe, geile Tiere, wirklich. Also wirklich. Ich sag ja, es geht gar nicht darum, was. Ihr könnt mich nach jedem Hund fragen. Ich mag alle Hunde, aber es geht darum, was hat man aus den Hunden gemacht. So. Okay, gut, es gibt eine Rasse, die finde ich nicht so geil. Das ist Chihuahuas und hier so Prager Rattler oder sowas, wie die heißen. So ganz kleine, zierliche Dinger, die quasi fast kleiner sind als ein Meerschweinchen. Ich weiß, auch die haben ihre Daseinsberechtigung. Soll so sein, soll jeder damit glücklich werden. Für mich wäre es nicht. Ich hätte mal Angst, ich würde es kaputt machen. Ist einfach so. So, Maya, da kommen noch ganz viele Glückwünsche rein. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday. Von Danny, von Fabis Welt. Hattest du schon mal einen Hund vor Maya? Nein, hatte ich nicht. Ich habe vorher viel Erfahrung mit fremden Familienhunden gehabt. Meine Eltern hatten einen Hund, meine Großeltern hatten einen Hund, einen sehr, sehr, sehr krassen Problemhund. Und Leona wünscht liebe Grüße und alles Gute, Maya. Ja. Deshalb, also es gab immer schon Hunde in der Familie und deshalb, da wusste ich schon immer genau, okay, das ist meins. Ich hab mich mal mehr mit den Hunden beschäftigt als mit den Rest der Familie. So. Ja. Na, heute ist die Tröte noch raus. Die holst du noch aus der Schnude raus, wa? Ich kenn dich. Ja. 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 Was hältst du von französischen Bulldoggen? Frenchies, ich mag Frenchies. Das sind super liebe Tiere. Ich habe ja schon gesagt, ich mag alle Hunde, aber ja, könnte damit nichts anfangen. Für mich ist das ein Kindersatz oder sowas, weißt du? Weil, ja, der kann sein Gepäck da draußen im Wald nicht alleine tragen. Der kann nicht richtig atmen. Der ist laut, wenn er schläft. Das ist halt nicht meins. Ich mag halt Hunde, die, ja, groß, kräftig, die auch mal einen Stock mit dir holen. Oder die zum Beispiel aus dem Wasser dein Duschbad retten. Sowas brauche ich. Brauch hier sowas. Ja, ich weiß. Du und deine Kumpels. Mr. Kani schreibt, haben wir gerade schon mal gesagt, die Frage, ob ich mir noch einen Hund vorstellen könnte. Natürlich kann ich mir einen Hund vorstellen, aber darüber denke ich nicht nach. Darüber mache ich mir keine Gedanken, weil das ist einfach jetzt nicht die Zeit. Maya jetzt gut. Und ich hoffe, dass Maya noch 5, 6, 7 Jahre macht. Locker. Realistisch gesehen möchte ich, dass sie 15 wird. Da werde ich alles für tun. Natürlich nur im Wohle des Hundes. Ne? Ich werde jetzt keinen. Jetzt hier nicht länger quälen, als es muss oder sowas. Das ist natürlich Quatsch. Ist Maya bei Seven Muss es bald dabei? Zählt sie dann als 7. Gegenstand oder, wenn sie nicht darf, 7 Gegenstände mitnehmen? Also, ich hätte sie sehr, sehr gerne mitgenommen, aber Fritz hat es nicht erlaubt. Und es geht natürlich auch darum, dass halt diese Isolation mitspielt. Und weg mit Maya zusammen fühle ich mich nicht isoliert, da fühle ich mich nicht einsam. Wäre natürlich für mich ein klarer Vorteil. So, ne? Also von daher, nein, Maya darf nicht mitkommen. Ich glaube, es ist für sie auch nicht schlimm. Da. Ja, das auch mit dem wo schläft sie, sie braucht ja eine Isomatte, sie braucht ja einen Schlafsack, sie ist ja halt keine 5 mehr oder keine 2 mehr, wo sie halt ideal wäre, wo sie einfach irgendwo hinpackt, das geht halt alles nicht mehr. Deshalb, ja. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.